Ja, und ein herzliches Willkommen zum 21. Adventstürchen. Es geht hier weiter. Hiermit los. Die Nummer habe ich schon gefunden hier. Die ist hier. So. Oh, eingerissen. Egal. Und wieder eine Pommesgabel. Also, echt unkreativ. Echt unkreativ. Seht ihr? Egal, weg damit. So. Los geht's mit den nächsten Adventskalender. So. Stift dahin. Und los geht's. Seht ihr? Ich blätter nur so. Ah ja, und da sind nur noch 3 Tage bis Heiligabend. Da haben wir die 21. So. Enttäuscht verließ Mrs. Lehman das Büro. Der Sprengmeister und Mr. King folgten. Nachdenklich setzte sich Justus auf den alten Schreibtischstuhl. In diesem Fall kommen wir einfach nicht weiter. Irgendjemand muss hinter den ganzen Vorkommnissen stecken. Es ist so, als wäre diese Person unsichtbar. Bob unterbrach ihn. Nun ja, einmal haben wir sie gesehen. Leider steckte sie in irgendein Adlerkostüm. Das lag dann leer auf dem matschigen Kellerboden. Justus horchte plötzlich auf. Moment. Na klar, das Kostüm konnte der Täter schnell ausziehen. Aber anschließend muss er mit seinen eigenen Schuhen geflüchtet sein. Peter taucht jauchzte. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Just, die Person muss aus dem nassen Boden eindeutig Fußabdrücke hinterlassen haben. Los, wir sehen nach. Und tatsächlich, genau neben den abgelegten Adlerkostüm fanden die 3 Fragezeichen gut sichtbare Schuhabdrücke. Diese führten in einen trockenen Gang und waren dann aber nicht mehr zu sehen. Justus ballte die Faust. Und jetzt trommeln wir alle zusammen und vergleichen die Schuhe. Denn ich habe das Gefühl, der Stadiongeist weilt unter uns. So, und das sind diese Schuhabdrücke. Jetzt vergleichen wir die mal. Willi kann es nicht sein, weil die Schuhabdrücke passen nicht mit ihm zusammen. Randy Johnson kann es auch nicht sein. Weil es. Oder? Etwas widerwillig kamen sie alle in den Keller und versammelten sich vor den Adlerkostümen. Justus klärte sie auf. Jeder zeigte. Und jeder zeigte seinen Schuh. Jetzt mussten die 3 Fragezeichen nur noch vergleichen, wer es war. Also wir haben. Billy? Nein, das sind ja diese Smileys. Willi? Da müsste ich gleich mal vergleichen. Also Alan King kann es nicht sein. Randy Johnson kann es nicht sein. Und Sophie Lehman kann es auch nicht sein, weil. Weil Alan King. Nee, hier sieht man es ja schon. Bei Billy, da ist es doppelt. Das heißt also, der fällt auch weg. Ja, Alan King hat eine andere Schuhform, genauso wie Sophie Lehmann. Also bleibt nur Willi. Willi will's wissen. Und das ist eine Maus, die aus dem Loch guckt. Mal sehen. Das wäre genau hier. Seht ihr? Genau hier. Also, das Ding geht so auf und wir haben eine. Oh, guckt mal. Eine schöne Geschichte. Die 3 Fragezeichen. Jagd auf dem Weihnachtsmann. Eine kleine Geschichte. Ich glaube. Die, so, das packen wir mal hier rein. Dann haben wir die 3 hier fertig. Also die hier brauchen wir nicht mehr.
Jetzt haben wir nur noch eins, zwei, drei Türchen. Und das Ende nähert sich langsam. Ja, Entschuldigung, dass ich so ein Mikro gehustet habe, aber. Scheiß Krankheit. Ah ja, hier. Da du das heutige Rätsel schon gelöst hast und es dir nicht langweilig werden soll, gibt es heute eine weihnachtliche Kurzgeschichte der die drei Fragezeichen. Also das heißt also. Jo. Ich werde euch dann das Ding auch noch vorlesen. Und das heißt dann, das wird dann sozusagen auch als kleines Weihnachtsspecial dann noch geben. Ja. Mehr gibt es nicht. Das wandert jetzt noch nicht in den Pott, aber es wandert in den Pott. Aber erst nachdem ich es vorgelesen habe. So. Aber je nicht jetzt, sondern dafür gibt es ein separates Video. Wenn es ein bisschen länger wird, wird es daraus ein Zweiteiler. Aber ich schätze mal, das geht ziemlich schnell. Das sind nicht sehr viele Seiten. So 32 Seiten. Ja. So, das war, wie gesagt, so, wieder nach oben mit mir. Also mit der Kamera natürlich. So. Ja, was gibt es jetzt noch so von meiner Seite aus zu sagen? Nichts. Ja. Was steht auf der Agenda? Nichts. Da ist nur der Firefox auf. Genau. Ja, ich habe gestern noch die zwei fehlenden Parts, also Part 21 und 22 von So Blunt hochgeladen. Das heißt also nach Part 22. Ich muss komplett das Game durchzocken. Bis zu der besagten Stelle, wo ich dann bei Part 22 aufgehört habe. Ja. Bleibt halt nicht anders aus. So, das schließen wir mal. Das packen wir in die Box schon mal rein wieder. Morgen geht das wieder raus. Ja. Wie gesagt, hier steht nichts mehr auf der Agenda. Also auf meiner Agenda. Ja. Ich sage jetzt nur noch bis morgen.